Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Wir stehen hier im Spiegel. So, in der letzten Folge waren wir tatsächlich in Pandoria und haben einen Stein dort weggeholt, um einen neuen Portalstein zu schmieden. Evercray möchte mit mir jetzt nach Moorland gehen, weil er dort noch mit jemandem reden möchte, bevor wir uns zur Kammer des Steinmetzes aufmachen. Milli, lass das bitte. Och, Katze. Es gibt auch 100 andere Liegeplätze. Warum musst du immer auf dem Stuhl liegen? Jetzt kommst du nicht mal hoch. Mein Gott, dann geh doch hoch. Dann geh doch hoch. Ich halte dich jetzt nicht fest. Du Äffchen. Du bist ein Äffchen. Du bist ein Äffchen, bist du. Ein Äffchen. Was denn? Oh, willst du kuscheln? Willst du kuscheln? Und du schmusch, 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 schmusch. Nein, nicht mit meinem Mikrofon spielen. Nein, darfst du nicht. Nein, nein, nein. Okay. Katze ist beschäftigt. Entschuldigt. Jetzt, da wir die Materialien haben, gibt es nur einen Ort in Jorvik, wo wir einen solchen Portalstein schmieden können. In der Kammer des Steinmetzes. Aber bevor wir dorthin gehen, müssen wir noch mit jemandem reden. Komm, Tilda. Wir reiten nach Moorland. Okay. Ist es okay, wenn ich mich abholen lasse? Keine Lust zu laufen. Und mit wem willst du dich unterhalten? Ey, Milli, nee, auf den Tisch gehst du nicht, während ich hier im Aufnehmen bin. Runter. Nein, 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 nein. Wenn das nicht Tilda und ihr zuverlässiges Horse June ist. Und wieder unterwegs auf deinem komischen Abenteuer mit diesem Druiden-Freaks, wie ich sehe. Junge Dame, ich versichere dir, dass an unserem Besuch ist nichts seltsam oder freakig. Und du bist... Ich bin der Onkel von Tilda, Everett. Ja, ihr Onkel Everett. Ach, weißt du, vergiss, dass ich gefragt habe. Scheint ja echt nett zu sein, eine Freundin von dir. Ah. Och, Mädels, müsst ihr euch jetzt um den Platz auf dem PC zanken? Ernsthaft? Du kannst mich hier lassen. Nee, oder? Ist das jetzt eben sein Ernst? Es gibt hier jemanden, mit dem ich sprechen muss. Treffen wir uns morgen hier, dann setzen wir unsere Reise zur Kammer des Steinmetzes fort. Das ist gemein und fies. Gott sei Dank habe ich genug aufgenommen, deswegen werde ich hier für mich morgen weitermachen. Für euch wird es nun Cut sein. So, da stehen wir jetzt wieder bei Evercray. Bei euch, für euch ist es nun Cut her, bei mir ist es 2 Tage her. Dann gucken wir mal, wen er jetzt hier treffen wollte. Da bist ihr, Tilda. Ich habe mit meinem Freund gesprochen. Los, gehen wir mit dem Pandorium in die Kammer des Steinmetzes. Mein Freund trifft uns dort. Du warst doch schon mal da, oder? Dann weißt du ja, dass sie sich im Tal des verborgenen Dinosauriers befindet. Mal sehen, ob wir diesen Magnus uns aus seinem Schlaf erwecken können. Okay. Auf zur Kammer des Steinmetzes. Ich glaube tatsächlich, dass sich mein Ton ein bisschen verändert hat. Vielleicht habe ich auch gerade einfach nur alles ein bisschen zu leise. Keine Ahnung, hat sich gerade ein bisschen komisch angehört. Ja, dann gehen wir mal zur Kammer des Steinmetzes. Ich würde sagen, wir fahren zum Tor aus Eis und rennen von da aus dann runter. Obwohl, nee, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir zu Nick Stonecones Lagerplatz fahren. So, ich glaube, vom Ton hier dürfte jetzt wieder alles passen. Ich musste leider mein Mikrofon so abstecken. Deswegen kann es sein, dass das Mikrofon sich noch ein bisschen komisch anhört. Weil unser PC hat eine neue CPU und neuen RAM bekommen. Da ich ja die Probleme mit Hogwarts Legacy hatte, dass das nicht funktionieren wollte. Obwohl das weit über den Mindestanforderungen war, beziehungsweise weit über den empfohlenen Anforderungen war. Hat nicht funktioniert, keine Ahnung. Und ja, jetzt funktioniert es Gott sei Dank. Das heißt, ihr könnt euch auch schon mal auf Hogwarts Legacy freuen. Werde ich mich nämlich die Woche dran setzen und das aufnehmen. Könnt ihr euch sehr, sehr drüber freuen, dass das dann jetzt losgeht. Ich nehme das hier gerade übrigens am Sonntag auf, am 26.02. Ich glaube, die Folge ist für...
Ja, den Sonntag geplant. Nicht für den 26.02., sondern für den 5. Ich glaube, für den 5. ist die Folge hier geplant. Da sollte das dann eigentlich schon gemacht worden sein von mir. Moment mal kurz, mein Mikrofon ist irgendwie so weit unten. Ja. Ich wollte mich nämlich in der Woche, wollte ich mich nämlich darum kümmern, Hogwarts Legacy aufzunehmen. Direkt ein paar Folgen, die auch direkt hoch zu schneiden und hochzuladen, dass ich ein bisschen Puffer habe. Ja. Deswegen. So, die Kammer des Steinmetz, das ist da hinten irgendwo. Star Stable sollte jetzt auch flüssiger laufen. Also bei anderen Spielen habe ich das schon gemerkt, dass es auf jeden Fall besser läuft. Die sind vorher auch schon prima gelaufen, aber jetzt mit der neuen CPU läuft es halt nochmal bedeutend besser. Ja. Übrigens habe ich, das kommt jetzt zwar viel zu spät, das Video, aber ist ja egal. Kann ich seit neuestem Beiträge schreiben, Community-Beiträge. Das heißt, ihr könnt da gerne auch mal reingucken. Ich habe nämlich vor, den Upload-Plan wieder einzuführen, den ich ganz am Anfang mal gemacht hatte. Ja, den habe ich vor, wieder einzuführen. Einfach, damit ihr wisst, Evercrash springt ab und betritt die Kammer des Steinmetzes. So soll das ihm folgen. Einfach, damit ihr wisst, was für, ja, was für die Woche geplant ist an Videos. Spontane Änderungen bzw. Ausfälle sind natürlich durchaus möglich zu jeder Zeit, da die Fibro halt nicht planbar ist und ich das nicht kontrollieren kann. Mir kann es heute gut gehen und morgen liege ich eine ganze Woche flach. Das kann ich einfach nicht kontrollieren. Deswegen, ja, seht mir das nach. Aber falls ihr wissen wollt, was die Woche geplant ist, ich versuche ihn auch regelmäßig zu schreiben. Falls ihr wissen wollt, was die Woche geplant ist, guckt da gerne mal rein. Gut. Hallo. Falsche Taste. Ist das Pandorium? Was führt dich mit einem solch seltenen Geschenk zur Kammer, Tilda? Magnus Steiner, wie ich lebe und atme. Wenigstens einer von uns, hä? Du bist keinen Tag älter geworden. Was ist denn jetzt los? Was ist das denn da hinten? Ist das die Kammer, wo wir drin sind? Das ist das Dino-Tal, oder? Auch mal eine interessante Sicht. Dasselbe kann ich von dir nicht behaupten, Verstoßener. Du siehst furchtbar aus. Du rollst mit den Augen. Was führt dich zur Kammer des Steinmetzes, grauer Pilger? Wir müssen einen neuen Portalstein schmieden. Du hast es mir beigebracht, aber mein Körper ist dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen. Ich dachte, du könntest es jemand anderem beibringen. Diesem Mädchen? Es stimmt. Irgendwas an ihr ist besonders. Das habe ich schon beim letzten Mal gespürt. Aber selbst wenn jemand wie sie lernt das Runenschmieden nicht über Nacht. Es dauert Jahre, auch nur die einfachsten Portalsteine zu schmieden. Aber einen nach Pandoria, das würde ein Jahrzehnt Erfahrung in der Druidenschmiedekunst voraussetzen. Ein Jahrzehnt Erfahrung? Pah, wie wär's mit einem Leben? Du keuchst überrascht auf. Jetzt weißt du, warum ich in Moorland Halt machen wollte. Magnus Steiner, du bist für alle Schmiede und Steinmetze eine Legende. Ich bin natürlich nicht würdig, aber es wäre mir eine Ehre, von dir zu lernen. Das ist jetzt, es tut mir jetzt leid. Du siehst vielversprechend aus. Aber sag mir, was hältst du von Meißeln? Mein Lieblingswerkzeug. Nach dem Hammer natürlich. Ein Meißel ohne Hammer ist nur ein spitzer Stock. Stimmt, wenn du nur Menhir meißelst. Du musst noch viel lernen, Hammermeister. Reden wir mal über Klopfhölzer. Für solch ein Juwel funktioniert Buchenholz meiner Meinung nach am besten. Und jetzt üben wir unsere Hammerschläge. Nein, 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 etwas sanfter. Das ist Kristall, kein Eisen. Nochmal. Oh, entschuldigt. Das ist mein Wecker. Sieht aus, als hätten die beiden eine Menge zu bereden. Treffen wir uns draußen mit deinem Pferd. Die kalte Luft tut meinen Lungen sicherlich gut. Evercrash eilt zum Ausgang. Du solltest ihn draußen treffen. Tut mir leid mit dem Bug. Ich kann dafür nichts, aber trotzdem tut's mir leid. Ja, die stehen nämlich jetzt hier. Gucken. Irgendwie will mein Spiel hier in der Kammer nicht so ganz, nicht so wie ich das will. Ich hoffe, mit dem Ton ist jetzt noch alles in Ordnung. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus zu Evercrash und gucken, was der uns noch zu erzählen hat. Aber natürlich, es macht natürlich Sinn, Conrad Marston dazu zu holen, da er halt einfach der beste Schmied in ganz Jorvik ist.
Wo ist der Evercray? Achso, da unten steht der. Alles läuft wie geschmiert. Mein Bruder gibt uns Bescheid, wenn der Portalschein fertig ist. Oh, schon wieder so eine D'accord-Drohne, ey. Sir, das Mädchen und der Verbannte fertigen einen neuen Portalstein an. Lassen Sie mich dorthin gehen, Sir. Ich sorge dafür, dass der Schmied den Portalstein nicht vollenden kann. Nein, dieser Ort wird von starken Runen geschützt. Du könntest ihn nicht betreten. Behaltet die Angelegenheit weiter im Auge, aber tut nichts. Noch nichts. Ich bin mal gespannt, wann Herr Sense überarbeitet wird. Psst, hast du das gehört? Der Akkordthron. Wir werden beobachtet. Sei vorsichtig, was du sagst, Tilda. Schnell, zum geheimen Steinkreis. Dorthin kann man uns nicht folgen. Irgendwie will mein Spiel heute nicht. Ah nee, das Portal hier oben bringt uns nur noch Dings. Ich weiß gar nicht, ob das schon an ist. Nee. Okay, gut. Wir sehen uns dann gleich im geheimen Steinkreis wieder. Okay. Du kommst gerade richtig, Tilda. Linda hat einen Durchbruch erzielt. Meteor? Bist du das? Pff. Sag mir nicht, dass du immer noch böse wegen der Sache mit dem Mondfinsternis bist. Die Bewahrer mögen dein Exil ja aufgehoben haben, aber ich rede trotzdem nicht mit dir. Ach ja, nicht einmal für einen glasierten Apfel. Ich habe ihn auf der Fähre nach Südhof besorgt. Du denkst doch nicht, dass ich deine Lieblingsleckerei vergessen habe. Ich sage nicht, dass alles vergeben und vergessen ist, aber yum, 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 alles ist vergeben. Da spricht mein liebster Schleckermaulhengst. Ach, süß. Der geheime Steinkreis. Ich dachte, ich würde ihn nie wieder betreten. Wo sind die anderen? In Fripps Privatgemächern? Selbst als Hauptarchivar durfte ich dort nicht hinunter. Welch unerwartete Überraschung. Na los, sehen wir mal, was die Soulwider gefunden haben. Da. Evercray betritt das Portal, das in Fripps Kammer führt. Gucken wir mal, was Linda herausgefunden hat. Ach, guck mal, wir stehen hier so schön im Kreis. Fehlt nur noch Anne. Eure Mission war ein Erfolg? Sehr schön. Wir hatten auch einen Durchbruch. Ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, Concord aufzuspüren. Ja? Was wissen wir über Concords letzten Aufenthaltsort? Nicht viel. Er ist in Frankreich beim Dressurwettbewerb verschwunden, zur selben Zeit wie Anne. Und wer war für ihre Entführung verantwortlich? Die Nachtreiter. Sie haben das für Herr Sands erledigt. Wenn wir also herausfinden wollen, wo Concord ist, wen würdet ihr fragen? Ein Nachtreiter? Wir spazieren also einfach zum Hauptquartier von Darkor und bitten sie, uns zu sagen, wo sie Concord untergebracht haben? Das ist ja schlechter als mein Plan. Warum sollten sie uns die Wahrheit sagen? Ich habe etwas im Pandoria-Kodex gefunden. Eine Art formelles Duell in Form eines Rennens. Derjenige, der die Herausforderung ausspricht, kann jeden Preis nennen, den der andere zu geben in der Lage ist. Wir werden einen Nachtreiter gemäß dem Kodex von Pandoria herausfordern und als Preis verlangen zu erfahren, wo wir Concord finden. Aber wo bekommen wir einen Nachtreiter her, um ihn herauszufordern? Falls ich mich einmischen darf, Darkor verfolgt unsere Bewegung mit Drohnen. Wir können davon ausgehen, dass sie alles hören, was wir sagen, wenn wir draußen sind. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Mir gefallen deine Ideen, alter Mann. Na gut, ab jetzt übernehme ich Linda. Also, so stellen wir es an. Weiß jeder, was zu tun ist? Gut, komm schon, Tilda. Du kommst mit mir. Gehen wir nach oben. Uhu. Ja, die Quest bei Linda ist nur das mit der Illusion. Das ist einfach ein Fehler gerade bei mir. Ignoriert das einfach. Ein guter Plan, oder? Ja. Der Plan ist wirklich gut. Ich werde aber jetzt hier einen Cut setzen. Es kann sein, dass die Folge ein bisschen kürzer ist. Dann tut es mir leid. Wenn nicht, dann auch gut. Ja, ich werde hier einen Cut setzen. Wir werden in der nächsten Folge bei Lisa weitermachen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!